Wir sind Sea Shepherd, wir sind eine internationale Meeresschutzorganisation, die direkt eingreift zum Schutz von Walen, zum Beispiel Delfinen, Haien. Und wir sind jetzt das vierte Jahr in Wacken, eingeladen von der Wacken Foundation, die uns da sehr unterstützen. Und wir freuen uns, hier zu sein. Ja, hallo, mein Name ist Lutz von der Geest. Wir sind von Wacken Café, live direkt von der Wacken Foundation aus dem Künstlerzelt. Und hier gibt es den guten Wacken Café. Und bei uns geht der Erlös zur Hälfte an die Wacken Foundation, damit der Musiknachwuchs gefördert wird. Hallo und willkommen im Bamage Kammerspital. Wir sind hier, um uns um die geschundenen Nacken der Mettler zu kümmern. Denn auf dem Wacken wird natürlich der Nacken sehr beansprucht. Das tut weh und wir sind da, um den Leuten ein bisschen Erholung zu gönnen. Wir sind hier Gäste im Wacken Foundation Camp und deswegen unterstützen wir die Wacken Foundation. Jeder, der hier massiert wird, der muss für uns nicht bezahlen, aber die spenden 2 Euro an die Wacken Foundation pro Nase und da ist schon einiges zusammengekommen. Vielen Dank. Also wir sind hier in der Kochschule, der Küchenkarte Fenske. Wir machen auch Wacken-Kochkurse für Leute, die nicht wissen, was sie außer Ravioli noch auf dem Herd oder auf dem Grill heiß machen können und bringen denen das bei. Der Kontakt zur Küchenkarte Fenske kam für meine Vergangenheit als Running Wild Bassist in den späten 80ern, der heute mal wieder hier ist, um Running Wild erstmals live zu sehen. Wir sind von Full Metal Mountain. Wir sind da, um das Full Metal Mountain, das was nächstes Jahr zum ersten Mal stattfindet in Österreich, Metal am Berg sozusagen. Also deswegen sind wir da, um das an die Leute zu bringen und einfach, das findet zum ersten Mal statt, deswegen Vollgas, die Leute motivieren. Marlene, wir sind voll dabei, oder? Wir sind voll bereit. Jetzt sind also noch Vollgas Metal genießen und nicht beim Full Metal Mountain nächstes Jahr. Hi, ich bin Tobi, ich bin von Sportite. Und wir sind hier im Auftrag der Wacken Foundation. Wir sind hier mit unserem Rudergerät und ja, wir machen so ein kleines Gewinnspiel. Der Schnellste über 500 Meter, der kann einen 50-Euro-Gutschein bei uns gewinnen. Und zudem spenden wir für jede Minute, die gerudert worden ist, einen gewissen Betrag an die Wacken Foundation. Und wir hoffen natürlich weiterhin auf viele Teilnehmer am letzten Tag. Und bisher lief es ganz gut und wir sind eigentlich ganz guter Dinge. Hi, wir sind die Tech Company, wir sind hier in der Wacken Foundation und wir machen hier die schönen Wacken Dog Tags mit eigener Prägung und Wacken Dog Tags in Schwarz und Silber und wir werden vom ganzen Gewinn um bei 30-35% an die Wacken Foundation abgeben, weil das einfach eine ganz tolle Sache ist. Ja, und wie man dort drüben sieht, ist viel los bei uns. Und es lohnt sich vorbeizuschauen bei unserem schönen Hammer. Wir hoffen, wir sind nächstes Jahr auch wieder dabei. Wir sind froh, dass wir diese Chance bekommen haben. Es ist eine unglaublich tolle Veranstaltung. Wir sind jetzt im zweiten Jahr da. Und wir freuen uns über jeden Gast, der kommt und sich ein unvergessliches Geschenk mit nach Hause nimmt. Hallo, ich bin Mareike von Killnois. Wir haben hier mit Killnois einen Stand bei der Wacken Foundation auf dem Wacken Festival. Wir sind das erste Mal da und Killnois ist auch sehr neu in Deutschland. Wir verkaufen Soundplugs, das bedeutet, ihr habt trotzdem klare Klangqualität bei Konzerten und ihr könnt euch unterhalten, ihr könnt Konzerte genießen und habt trotzdem sehr guten Sound. Genau, und da sind wir hier, damit ihr alle eure Konzerte super genießen könnt. Genau, wir freuen uns hier auf Wacken zu sein und zusammen mit der Wacken Foundation zu arbeiten und hoffen, bis nächstes Jahr auch wieder mit dabei. Vielen Dank, tschüss! Ja, hallo, wir sind Tim und Klaas vom Partyprojekt Odyssee aus Kiel. Wir sind hier beim Wacken Festival erstmalig vertreten. Danke an das Wacken Foundation, der gemeinnützigen Organisation, so wie wir auch gemeinnützig sind und wollen halt gemeinnützig, wie wir sind, was Gutes tun und die Menschen rund um das Thema Party, Drogen, Safer Use und so weiter auch hier aufklären. Nicht nur dem Rocker und Co., sondern allen Menschen, die es interessiert und hier besonders natürlich dem Rocker, der hier weniger vertreten ist oder mehr vertreten ist als allen anderen. Ja, also unser Projekt ist das Projekt Triebwerk von der Akademie für Gesundheit und Sozialberufe in Itzehoe.
Und wir haben hier die Gelegenheit, dieses Projekt darzustellen. Und die Aktion heißt Action Painting. Ja, und das wiederum bedeutet, dass Wacken Open Air Besucher die Möglichkeit haben, ein schönes Bild zu malen. Dieses Bild wird dann der Wacken Foundation zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wir verkaufen das Bild und die Erträge kommen der Wacken Foundation zugute. Genau, und es brummt hier ziemlich gut. Wir haben auch ganz bekannte Künstler hier. Wir sind total begeistert und freuen uns, dass wir ganz viel Geld in die Foundation einspielen können. Genau, und wir danken natürlich auch der Foundation, dass wir hier die Möglichkeit haben, unser Projekt darzustellen. Genau, vielen Dank. Ja, ich bin Daniel Nagel, Vorsitzender von Jugend gegen AIDS und wir machen hier auf dem Wacken Open Air 2015 das erste Mal gemeinsam das Wacken-Kondom, gemeinsam mit der Wacken Foundation und sorgen 130.000 Mal für sicheren Geschlechtsverkehr und das Ganze findet man in jedem Full Metal Bag, aber auch hier am Stand an der Fotowall hat jeder die Möglichkeit, sich einen Gummi zu verdienen, um dann auch für sichere Abendgestaltung zu sorgen. Ja moin, wir sind Trailer Park 6 aus Hamburg. Wir sind eine Band und wir machen hier Textildruck, Siebdruck, Plastisol-Transferdruck für die Wacken Foundation. Und ja, es ist eine schöne Sache. Wir drucken unseren eigenen Merch sowie Motive für die Wacken Foundation und unterstützen damit andere Bands und uns selber. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Hier ist die Produktionsstätte und hier werden die Shirts dann fertig gemacht. Mein Name ist Helmut Kolzer vom Landesverband der Musikschulen. Wir stehen hier heute, um die Wacken Foundation zu unterstützen, weil die Wacken Foundation unterstützt uns, die Musikschulen. Gemeinsam machen wir das Projekt Wacken Music Camp. Und beim Wacken Music Camp können bis zu 100 Kinder und Jugendliche mit oder ohne Instrumentalkenntnisse eine Woche lang ihre Musik machen. Unterstützt von richtig guten Coaches, von Leuten, die aus der Szene sind, sitzen sie eine Woche lang hinten in der Kuhle, da wo das Festival mal angefangen hat. Dort lernen sie, machen zusammen ihren eigenen Song und bringen ihn auf die Bühne zu einem tollen Konzert. Und das finden wir alle zusammen geil. Ja. Hallo, mein Name ist Kim und ich komme von der Firma Min Pro Naturfürstenjoghurt. Und wir unterstützen die Wacken Foundation dieses Jahr mit 50 Cent von unserem Fürstenjoghurt im Verkauf, um den Metal-Nachwuchs zu fördern. Also wir sind Viva Con Aqua und wir sammeln auf dem Festival Pfandbecher. Für einen Pfandbecher können wir eine fünfköpfige Familie 3 Tage lang mit sauberem Trinkwasser sammeln. Und dieses Jahr auf dem Wacken machen wir es so, dass 50% unserer Einnahmen an die Wacken Foundation gehen. Und andersrum ist es so, dass 50% der Einnahmen von der Wacken Foundation an uns gehen. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig und holen den maximalen Profit raus. Moin, hier seid ihr bei Skate 8. Und mit Skate 8 bin ich wie die Welt, die wir Skateboardanlagen bauen halt weltweit. Und mit der Wacken Foundation wollen wir zusammenarbeiten, weil wir haben ein sehr cooles Projekt in Costa Rica. Wir wollen da einen Proberaum einrichten. Und deswegen sind wir heute auch hier am Start und sammeln Spenden. Wir sind Mitarbeiter der Grundschulen in Osnabrück und wir stellen euch eine Miniaturbühne von Wacken vor. Ein Projekt aus Osnabrück aus letztem Jahr November. Da haben mit Jungs und Mädels aus einem Projekt für Langzeitarbeitslose die Idee gehabt, sie möchten mal irgendwas Neues erfinden, irgendwas Neues bauen. Und sind hier auf die Idee gekommen, weil ich nun und Rainer regelmäßig nach Wacken fahren, vielleicht mal eine Miniaturbühne von Wacken zu bauen. Haben wir gemacht. 6 Monate lang harte Arbeit steckt da drin. Alles aus Holz. Mit Musikplayer, mit Beleuchtung, mit Nebelmaschine, mit Stroboskop, alles drin, alles dran. Was hat das mit Wacken Foundation zu tun? So ein tolles Produkt muss nach Wacken, das gehört hier hin. Deswegen haben wir die Wacken Foundation angerufen. Wir promoten es während des Festivals für die Foundation und hoffen darauf, dass sie dann im nächsten Jahr, wenn sie versteigert wird, einen tollen Erlös für die Wacken Foundation bringt. Ja moin, wir sind die Firma Woodcards und wir sind hier heute auf dem Wacken. Und wir sind für die Foundation hier und wir haben hier ein wunderschönes Logo. Wir machen individuelle Holzpostkarten direkt vor Ort. Und das sieht dann ungefähr so aus.
Wir spenden pro Verkauf der Holzpostkarte, die mit dem Emblem drauf ist, an die Foundation. Das sieht dann so aus. Ja, das ist mein Geschäftspartner Nell. Moin. Wir rocken hier die Bude ein bisschen und bedanken uns schon mal dafür, dass wir aufgenommen worden sind und teilen gerne unseren Gewinn von den Postkarten mit der Foundation. Und ich bin natürlich wieder dabei. Auf jeden Fall. Hi, mein Name ist Robert Adam vom Blutspendedienst im Klinikum in Zoho. Und wir sind hier zusammen mit der DKMS auf dem WOA und unterstützen die Wacken Foundation, um sehr, sehr viele Stammzellspender für leukämiekranke Menschen zu bekommen. Ja, ein wichtiger Grund, warum wir hier sind, ist eben, weil jeder fünfte Mensch, der an Blutkrebs erkrankt, immer noch keinen passenden Spender findet. Und ja, letztes Jahr haben wir 2700 Leute hier spisiert, jetzt sind es schon fast 1500, die Zahl wollen wir noch knacken, deswegen sind wir hier. Ja, vielen Dank dafür, dass das Wacken uns das ermöglicht und ja, wir freuen uns auf zahlreiche weitere Spender. Ja, natürlich haben wir im Foundation Camp dieses Jahr auch wieder tolle Aktionen, die wir selber organisieren. Wir haben das Torwandschießen, wir haben Glücksrad, können die Leute, Gäste können mitmachen und tolle Preise gewinnen. Außerdem haben wir dann in diesem Jahr auch wieder das Pfahlsitzen dabei, das ist jetzt schon zum vierten Mal mit dabei. Es können immer pro Schicht, also 6 Stunden lang, können 4 Leute auf den Pfählen sitzen und pro Stunde, die sie da schaffen, auf dem Pfahl zu sitzen, kriegen wir 10 Euro gespendet von den Sponsoren Schecter und Marshall. Auch wieder mit dabei die Pfandsammelaktion in diesem Jahr. Da machen ganz viele Ehrenamtliche, die sammeln den Pfand der Gäste auf dem Festivalgelände und die Einnahmen, also die Erlöse aus dem Pfand, gehen dann an uns und an Viva Con Aqua, 50-50 geteilt. Und ja, im ganzen Camp, eigentlich die Einnahmen, die wir so an Aktionen dort bekommen, die sind halt zugunsten der Stiftung. Und ohne die ganzen Ehrenamtlichen, die sich da jedes Jahr für melden, dieses Jahr sind es 50 Leute. Und ja, das wäre ohne diese ganzen Ehrenamtlichen natürlich überhaupt nicht möglich. Und das ist eine super Sache und wir freuen uns, dass jedes Jahr es eigentlich immer mehr werden, die dabei sein wollen. Wacken Foundation, we support people!